Zack, nächste Ebene. Noch ein Deal und dann haben wir es. Oh, ich bin auf dem Klo. Da kommt jemand. Oh, du machst die Tür nicht zu. Ja, schlimm für dich. Pech für dich. Ist mir wurscht. Wir brauchen noch ein Deal mit dem Teufel und haben keinen Schlüssel, gar nichts. Deswegen glaube ich, aber habe ich kein Seelenherz mehr. Eine Karte. The Moon bringt uns zum Secret Room. Willst du mich verkackeiern, Spiel? Wirklich? Jetzt, wo ich gar keine Münzen hab. Ah. Ja, okay, gut. Das zeigt uns, dass wir hier reingehen hätten können. Die hätten uns den Weg aufgesprengt. Naja, schauen wir da oben. Na ja, schon wieder. Immer nur Copy-Paste-Rooms. Da fällt mir gerade ein, was Zombie heute gesagt hat. Wenn man... Ja, die Räume werden so generiert, dass eigentlich nicht zu leicht gemacht wird. Falls man zum Beispiel einen Schubdabub gefunden hat, dann wird in der nächsten Ebene, die man dann betritt, vielleicht noch etwas stärkere Gegner dann kommen. Und mit diesem, ja, total starken Judas kommen jetzt ganz selten solche Leute, die Gegner spawnen, wie ich gerade bemerkt habe. Und Bomben, an die wir nicht rankommen. Und Feuer, das uns angreifen will. Balabalabala. Komm, das wären 4 Bomben. Die brauche ich. Ich brauche die. Ich will eine Bombe haben. Eine einzige, dann habe ich alle Bomben. Oder? Na, ich brauche auch noch den Schlüssel. Komm schon, ich brauche den Schlüssel und eine Bombe. Hast du einen Arsch offen? Ja, hast du doch den Arsch offen. Komm, stirb. Ja, toll. Eine Bombe, die ich da bekommen kann, genau. Wenn ich rausgehe und wieder reingehe, dann sind die Kacki-Häufchen auch meistens anders. Nö, das sind feste Häufchen. Die bleiben immer so. Waren das jetzt meine Fliegen oder war das ich? Meine Fliegen. Ich brauche 3 Schüsse, um die kaputt zu machen. Schauen wir nochmal. Vielleicht finden wir noch irgendetwas. Ansonsten haben wir schon mal ein Goldraum ausgelassen. Wow! Den ich hätte gerne besuchen wollen. Haben wir irgendwie einen Kompass genommen oder was ist los? Weil... Ja, komm, lass... Ja, komm. Ich konnte da nicht rausgehen. Ja, und jetzt bringt es uns erst recht nichts mehr. Haben wir irgendwie einen Kompass? Nö, schade. Ja, genau. Ja, mir wurscht. Dann starte ich halt den Run neu. Ist mir wurscht. Die Boomerang-Drehen waren eh nicht gut genug für mich. Ich werde niemals weiterkommen. Ja, wir werden uns noch einmal Copy Spawn, glaube ich, jetzt, wenn wir einen schweren Gegner haben. Wir werden sowas von verlieren. Der raged aber voll ab. Der raged immer so sehr ab. Bei dem kann man es nie wissen, wann er abgeht. Und seht ihr, wir werden jetzt so, wir werden gestorben, also. Es ist gut, dass ich den Gabispor eingesetzt habe. Dafür haben wir genauso viele Herzen wie am Anfang, aber wenigstens leben wir noch einen Raum, eine Etage weiter. Ja, komm. Du hast mich nicht noch so oft getroffen. Mom's going first, her damit. Ich brauche neue Pillen. Was ist das? Tee-Pille? Nein, hier ist ab. Gut. Was ist das? Noch eine Pille. Pretty Fly. Was ist das? Bad Trip. Wir werden sterben. Friends till the end. Wow, das schaut jetzt cool aus. Wir haben 3 Fliegen, die um uns herumfliegen. Haben wir jetzt wirklich 3 Fliegen? Cool, das ist mir vorhin nicht aufgefallen. 3 schwarze Fliegen und 3 blaue Fliegen, die genau symmetrisch auch um uns herumfliegen. Deshalb, die benutze ich erst in der nächsten Ebene. Was treiben wir diesmal?
Eine Blume, schön, dran riechen, nein, Headshot. Hoho. Arme Kinder. Ja, gut. Okay, 3 Geschwindigkeit, zack, noch einmal. 4er Geschwindigkeit, schön. Wow, unsere Fliegen wehren das aber sehr gut ab. Dafür haben wir aber nur 2 blaue Fliegen. Toll. Toll. Ja, hier, nimm meine Münze. Brauche ich eh nicht. Ja, go outside, klar. Ich gehe jetzt nach draußen. Es gibt ja so viele Möglichkeiten für mich jetzt nach draußen zu gehen. Was ist das? Ah, eine Bombenfliege. Ich glaube, über uns ist ein Geheimraum. Prüfen wir es nach. Ich weiß es nicht. Nein, wir haben versagt. Wahrscheinlich wäre links neben uns oder unter uns der super Geheimraum gewesen, den wir jetzt aufspringen. Oder auch nicht. Ah. Komm, 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 komm. Schade. Ah, da noch eine. Probieren wir es aus. Zack. Zack. Verarsche. Ja, meine Münze. Gib mir ein Seelenherz. Ja, genau. Kopfschmerzen. Du kriegst noch Kopfschmerzen. Mehr hast du nicht verdient. Und ihr habt den Tod alle verdient. Hier, nehmt meine Bluttröpfchen. Meine Bluttropfen. Ich heule Blut. Ab. Take that. Man, ich glaube, take that ist irgendwie mein Standardspruch geworden. Take that. Every one of you have to take this. Keine Bombe. Wahrscheinlich wäre da ein Schlüssel gewesen, den wir gebrochen hätten. Was weiß ich was. Mal jetzt alle Stufen Vergangenheitsraum. Was weiß ich? Ich kann kein Deutsch. 2 Tage Deutschland, kein Deutsch. Nein, eine Münze. Aber dafür haben wir hier einen Raum. Wow, mit einem Gold. Das Spiel will uns jetzt wirklich mobben. Wenn ich jetzt mich opfern, mein letztes Herz opfern würde, dann hätte ich nur noch 3 Seelenherzen. Wow. Wir kommen weit. Ich merke gerade, Leute, wir hätten auch diesen 2. Deal mit dem Teufel eingehen können. Ich hätte Guppy Spawn nehmen können, dann ein Herzcontainer wieder opfern können und dann hatte ich, wie, ich weiß nicht, ob das Brother Bobby oder Sister Maggie war, hätte ich den auch noch bekommen können und dann hätten wir gleich Samson gehabt, oder? Samson? Samson. Ich weiß es nicht. Oha, der hat nicht mal seine Augen aufgemacht. Boah. Hallo? Ja. Was, er lebt noch weiter? Stirb. Danke. Oh, kein Item. Oh, kein Item. Oh. Das macht mich wütend. Nein! Viel zu wenig Gegner. Take that. Oh Mann, schon wieder take that. Da. Hier, stirb. Eine schwarze Fliege. Na, können wir nie was, irgendwas, was bekommen? Wach. Diesmal haben wir dann wirklich aber einen Goldraum ausgelassen, wenn da unten nichts mehr ist. Dumm gespielt habe ich einfach jetzt in dieser Ebene. Caves 2. Na, ja, es geht noch weiter, ist es riesig. Verpieselt euch. Eine Münze, ja. Auf zum Automaten dann. Na toll, nur noch rennende Viecher. Boah, Angst. Panik. Hilfe. Nein. Fällfolge mich nicht. Nein. Ein Herz. Ja, das bringt uns viel. Eine Bombe. Wo haben wir noch Bomben gesehen?
das war in der letzten Ebene. Toll. Toll, toll, toll. Oder? Ja. Wo ist dein Schlüssel? Hoffen wir mal, dass in der Truhe ein Schlüssel und eine weitere Bombe ist, sind, was weiß ich was. Nur Bombe. Okay, gut. Und 5 Münzen. Ich weiß auch nicht, wo der Geheimraum jetzt sein könnte. Ach, gehen wir jetzt erstmal ganz nach rechts. Vielleicht ist da noch irgendwas. Der letzte Raum rechts. Noch sein Opferraum. Ja, genau, da gehe ich rein. Ein Schlüssel. Haha, wir haben einen Goldraum wieder zu öffnen. Haben wir den letzten geöffnet? Ich weiß es nicht. Ich glaube schon. Was haben wir bekommen? Was haben wir bekommen? Ah, Mama hat ein Ei. Das, hä? Ach, keine Ahnung. Ich glaube, wir haben den ausgelassen, oder? Wohin gehe ich? Ich bin so verwirrt. Soll ich mir die Münze holen? Ja, klar. Ja, soll ich? Nein. PhD, bessere Pillen. Bringt uns das jetzt auch noch was? Wenn ich das jetzt auslasse, habe ich dann 2 Räume oder eine? Schwere Wahl, schwere Wahl. Wir sterben sowieso fast. PhD könnte uns vielleicht noch eine HP-Pille bringen. Ja, gut. Jetzt schauen wir aus wie so ein Doktor und doktern rum. Dafür haben wir auch noch Schussabwehr. Fliegen! Jetzt! Kaufen! Ja, Schussabwehr fliegen! Jetzt im Handel erhältlich! Für nur 437 Euro! Ja, jetzt! 437 Euro! Los, zuschlagen! Wow, GoTooth, wir sind noch schneller! Nein, 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 nein! Die Zecke! Die bewegt sich ein bisschen. Ich hasse es, wenn sie sich bewegt. Wenn wir die einmal aufsammeln, dann können wir kein anderes Trinket mehr haben. Außer vielleicht, wenn wir die Mamas Handtasche haben, dann können wir 2 Trinkets haben. Aber trotzdem, die Zecke muss immer dabei sein. Laut Wiki steht da, dass der Boss dann mit halbem Leben anfängt, aber nur mit einem Viertel. Leider so ist. Ask again later. Why? Und der Rusted Key. Ich weiß nicht mehr, was der Rusted Key macht. Nein, ja genau das. Ganz runterscrollen. Trinkets, Rusted Key, Rusted Key. Key. Rusted Key improves the chance of keys and golden chests dropping after clearing a room. Wir brauchen Schlüssel. Wir brauchen die Geschwindigkeit, glaube ich, nicht, oder? Jetzt weiß ich nicht mehr, wie heißt es? Ach, GoTooth. Increases Speed Formula, increases Damage. Wir brauchen das nicht mehr, also nehme ich jetzt den Rusted Key mit. Und da wir noch eine Bombe haben, dann nehme ich die. Nee, wisst ihr was? Ich nehme. Mann, wie sich alles bewegt, total gruselig. Ich nehme das hier. Können wir zwar mehr Schlüssel haben, aber Safety Cap bringt uns mehr Pillen. Und da wir jetzt auch noch nach jedem Raum und da wir jetzt auch noch PhD haben, bekommen wir nur gute Pillen. Hahaha. Das ist cool. Okay, gut. Das wird vielleicht doch noch ein guter Run. Außer vielleicht, dass wir jetzt sterben beim Boss. Wenn es ein doofer Boss ist. Ein sehr, sehr doofer Boss. Komm her. Es ist Job. Es ist sehr, sehr doof. Ich darf nicht zweimal getroffen werden. Oh mein Gott, es ist in der orangen Phase. Da spawnt er keine Gegner, aber er charged nur noch. Also ist es sinnvoll, wenn man die Maden am Anfang schon tötet. Und im ein. Ah, ja. Okay. Ah, er spawnt nicht die normalen Maden, sondern die Schussi. Schussmaden. Oh mein Gott, der zieht gleich ein ganzes Herz an. Hilfe! Nein, nehme ich nicht an. Nein! Nein! Schon wieder ein Run einfach so verplempert.
Mann. Mann, ich mag nicht mehr. Bis zum nächsten Part, Leute. Tschüss. Dabei hat es so schön angefangen.